Hat bestimmt. Noch nicht. 36,50. In 20 hat es bestimmt warum? Gekostet. 36,50. 40. 67,25. Ich darf mal klatschen, Alter. Wie kann man sich so eine Klappe für eine Milliarde Yen kaufen? Das ist gar nicht so viel. Ein Huni. Hallo. Für 100 Euro so eine Scheißklappe. Ja. Waren die Schrauben dazu? Ja, nur nee. Das ganze Ding hier vorne. Allein das Video hat mir jetzt schon so. 100 Follower auf aber Instagram angebaut wird es von alleine, oder? Ja. Hallo alle zusammen, erstes Video aus Irland. Ihr seht, bestes irisches Wetter. Wir sind vor einer Stunde jetzt mittlerweile vielleicht angekommen. Kurze Story dazu. Wo fangen wir denn an? Sonst wird das Video wieder so übelst lang, Alter. Ja, weiß ich nicht. Fangen wir mit der ganzen Story an, wie wir hierher gelangt sind. Der Plan war es ja, von Frankreich nach Irland mit einer Direktfähre zu fahren, also von Cherbourg nach Roslar eigentlich. Am Montag früh haben wir eine SMS bekommen, dass unsere Fähre gecancelt wurde. So zwei Tage vor Abfahrt kann man das ja auch mal machen, ohne Ersatz zu bekommen. Das ist halt so bei Stena. Haben dann im Internet rumgeguckt, ob wir eine Alternative gebucht kriegen über Irish Ferries, aber es war alles schon voll. Ich habe dann in die Fahrergruppe von Driftmasters geschrieben und Glück im Unglück, der Pundus Hartmann hatte ein Schicksalsschlag bei sich in der Familie und kann nicht zum ersten Rennen hier kommen und hat uns seine Fährtickets überlassen. Riesenglück, also sind unsere Jungs, der Marc und der Robin, pünktlich Dienstagabend um 11 losgefahren, 1250 Kilometer zur Fähre. Jetzt wird auch die Musik laut. Sind hierher gefahren, sind gestern ganz bequem hier gelandet, 17 Stunden Fähre, hat zum Glück alles bestens gepasst. Meine Frau und ich, wir waren gestern noch auf der Hochzeit von ihrem Bruder. Die durften wir auf keinen Fall vergessen und sind im Prinzip mit dem Chris und dem Tim heute ganz, ganz früh nachgeflogen. Also es ist jetzt noch nicht so, dass der Wohlstand ausgebrochen ist und der Fahrer zum Rennen nachfliegt. Das war jetzt mal eine Ausnahme. Dafür fliegen die anderen zwei zurück und ich fahre mit meinem Bruder ins Auto zurück. Das hat eigentlich relativ reibungslos funktioniert. Sind heute früh um 4, kurz vor 4 losgefahren nach Nürnberg am Flughafen. Waren dann heute früh kurz vor 8 oder kurz nach 8 am Flughafen in Dublin. Wir wollten dort einen Mietwagen nehmen, Alter, sind die teuer geworden. Haben uns dann dazu entschieden, mit dem Taxi herzufahren, weil es wesentlich billiger ist, wie wenn wir uns für 4 Tage ein Mietauto nehmen. Ja, jetzt sind wir hier, es regnet, angemeldet sind wir. Ihr seht, die Shani macht gerade die letzten Vorbereitungen am Auto und klebt die ganzen Serienaufkleber noch ans Auto ran, dass das alles passt. Angemeldet haben wir uns, Fahrerfotos haben wir gemacht, wie ihr gesehen habt. Nachher ist gleich noch Briefing, Media-Briefing. Auf der Suche nach einer Reifenmaschine, weil wir noch zwei neue Vorderreifen hier gekauft haben. Und dann sollte heute Nachmittag das erste Training losgehen. Wir hoffen, dass bis dahin wieder schöneres Wetter ist und werden euch noch mit ein paar Aktionsszenen sagt man, versorgen. Ja. Also bis dahin. So. Wir sind auf dem Weg fürs offizielle Fahrerfoto 2022. Wo ich nehme? Max Heidrich. Max Heidrich? Dann sprechen wir doch Deutsch. Nö. Sicher nicht. Ich auch sehr gerne. Letztes Jahr war es Österreich, dieses Jahr ist es Irland. Wo es ganz leicht nieselt. Ja. Aber es regnet, man muss mal sagen, guckt euch mal die geilen Zelte an. Die neuen. Es kommt kein Wasser durch. Wir haben hier zwischendrin eine schöne Regenrinne, die vorne das Wasser rauslässt. Hier, da ist, guck mal, was da für Wasser drin ist. Das ist doch geil. Richtig. I got bitches all on my dick and every day. Meiner können wir es leider nicht. Das sind schon eine Lüstchenpuppe.
erster Tag ist schon vorbei. Ihr habt es vorhin gesehen, es gab natürlich typisch irisches Wetter. Es hat geschifft ohne Ende, dadurch wurde Training Gruppe A verschoben und jede Gruppe hatte dann nur eine Stunde Training. Wir haben 3 Läufe hingekriegt, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal eine kleine Streckenvorstellung hier im Mondello Park. Ich finde eine sehr ikonische Strecke, was Driften angeht. Ich bin jetzt zum 3. Mal hier auf der Strecke und einmal sind wir drüben gefahren, ja. Ist ziemlich geil, wir sind hier hinten am Start, also fernab von der Zivilisation sozusagen. Ihr seht hier Red Bull Zelt, hier steht die Ampel. Da drüben steht noch die Ampel, die steht später dann mittig. Und ihr seht es hier schon an Spuren hinten durch die ganze Kurve, werden die Autos aufgereiht. Hier ist die Warm-up-Zone, speziell hier. Die Strecke ist halt nicht sehr breit, also man kann hier nicht komplett ausrasten. Man muss wirklich gewissenhaft seine Räder warm machen. Und dann, wenn man mal hier vorguckt, die Strecke, sieht man auch, man sieht die erste Kurve noch gar nicht so richtig. Also es sind hier wirklich ganz schöne Wellen drin. Wenn man langläuft, denkt man, ja, so krass ist es gar nicht. Aber wenn man dann vorne im 4. Gang ist, merkt man es schon. Links startet das Lead-Auto, rechts das Chase-Auto. Hier geht's los von der Linie und ich würde sagen, wir laufen mal bis zur ersten Kurve und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt hier im Prinzip auf der ersten Kuppe. Diesmal hat der Start relativ lang gehalten. Wir sind auch schon mal näher dran gestartet. Sie wollen es wirklich spannend halten für die erste Runde hier im Mondello Park. Wir sind hier auf der ersten Kuppe. Ich sag mal, hier schaltet man spätestens in den 4. Gang und bereitet seinen Flick vor, wie ihr an den Spuren seht. Das Auto wird leicht nach links. Und genau da Mitte Curb seht ihr schon den ersten Clipping Point. Dort geht es dann los und wie ihr seht, es geht dann richtig runter in eine Senke. Der gelbe Kegel zeigt an, wo die Zone ist und spätestens an der weißen Linie, die man da vorne sieht, muss man in die Driftrichtung quer sein. Also wer danach ansetzt, hat im Prinzip in der Quali oder auch in Battles 0 Punkte. Ihr seht hier an der Mitte die Linie, die ist später für die Battles, wenn das Lead-Auto, also da vorne wegfahrende, die Linie überquert und hat Kontakt mit dem Hinterherfahrenden, ist es der Fehler vom Vordermann. Die ist dafür da, fürs Regelwerk einzuhalten. Besonderheit hier am ersten Clipping Point, wir fahren die Strecke im Prinzip gegen die Rennrichtung. Das heißt, ihr seht, die Curbs sind alle andersrum. Also wenn es dann später zur Sache geht und wir richtig wenig Luft fahren, sollte man sich wirklich davon fernhalten, richtig weit auf die Curbs zu kommen, weil die schon ganz schön Angriffsfläche dann am Reifen haben. Und ja, jetzt stehen wir hier beim ersten Clipping Point. Ihr seht richtig, wie das hier in eine Kuppe reingeht. Fühlt sich mega gut an dem Auto, wenn man es richtig erwischt. Ja, wie gesagt, Besonderheit nicht auf dem Curb. Und ganz wichtig ist auch, die Gerade nicht zu weit nach unten rutschen auf der Handbremse oder allgemein quer. Man sollte spätestens kurz vor dem Ende der Curbs, so 2 Meter vor dem Ende der Curbs, wirklich die Kurve anfangen. Sonst wird der ganze Rest nicht so geil. Ja, wir hatten vorhin ein bisschen nass-trocken Bedingungen, aber zum Ende hin vom Training war es wirklich eigentlich komplett trocken. Das ist schon mal sehr gut. Haben eigentlich wirklich 2 sehr vernünftige Läufe reingekriegt. Der letzte war ein bisschen maxmäßig. Ja, und ihr seht, wenn man hier das Gras berührt, ist man definitiv zu spät dran. Also man sollte wirklich hier schon inne. Ihr seht jetzt auf den nächsten inneren, der erste innere Clipping Point zuhalten. Geht durch eine ordentliche Senke, also es komprimiert einen ordentlich im Auto drin. Ist ein mega gutes Gefühl. Und spätestens kurz vor dem Clipping Point, egal was passiert, musst du echt, wie sie in Englisch sagen, committed sein. Also wirklich Gas halten, sonst geht es schief. Wer dort zögert, kriegt das Auto so schnell untersteuern, weil es dort auch wieder hoch geht. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sein innerliches Ich überwindet und wirklich voll auf dem Gas bleibt. Und ja, ihr seht, die gelben Kegel markieren immer die Clipping-Zonen. Auch wichtig, hier nicht zu weit innen, also nicht das Gras berühren. Am besten wirklich Vorderrad an der weißen Linie lang. Und dann geht es wirklich Vollgas raus zur dritten Clipping-Zone. Das ist übrigens die einzige innere Clipping-Zone, die es auf der Strecke gibt. Also es ist der einzige Punkt, der mit den Vorderrädern durchfahren wird, ansonsten nur mit dem Heck, die natürlich schwieriger zu fahren sind. Und ja, hier schneidet sich auch die Strecke, also hier ist dann das Ziel und wir kommen jetzt aber erstmal in die Richtung. Aufpassen dabei, ab hier Vollgas, das Auto richtig auf richtig Winkel schmeißen, dass man es hier nicht verliert und auf den Beton kommt. Ziel ist wirklich, auf der Asphaltlinie hier zu bleiben.
nicht auf dem Beton. Wenn man hier ein Rad von der Strecke nimmt, ist es auch relativ uneben. Also Chance, dass es einen Reifen von der Felge zieht, da muss man echt aufpassen. Und dann kommen wir eigentlich schon, die Strecke ist zwar, sieht relativ simpel aus, aber ist technisch schon sehr anspruchsvoll. Ganz wichtig hier ist, wenn man durch die Zone rum ist, nicht vom Gas gehen und runterbremsen, sondern wirklich erst das Auto wieder in die andere Richtung umsetzen und dann bremsen, sonst gibt es massiven Punktabzug von den Schiedsrichtern. Da legen die wirklich das Augenmerk drauf. Also erste Kurve ist wirklich da, wo man entweder richtig Punkte gewinnen kann oder richtig Punkte verlieren kann, wenn die Linie passt. Wird das auf jeden Fall belohnt, aber sobald man ein bisschen off ist, wird es auch hart bestraft, weil es einfach später wichtig ist für die Battles, dass man die Linie perfekt trifft. Und dann geht es hier schon in die lange 180 Grad Kurve. Wichtig auch, nicht zu früh das ganz raus, sondern wirklich warten, bis die Clipping-Zone da ist. Man muss das Auto hier gut runterbremsen. Beim Umsetzen kurz Handbremse runter und dritten Gang schalten. Erste Kurve ist alles vierter Gang. Runter und dritten und dann in die Zone. Man denkt, ja, geht schneller, aber man muss wirklich aufpassen, viel Kupplung, Handbremse, Linksfuß bremsen, dass man schön den Radius trifft. Ihr seht, hier wird für morgen schon ordentlich die Clipping-Zone nachgepinselt, dass wir Fahrer die ordentlich sehen. Ein guter alter Handarbeit. Ihr seht, sieht wieder frisch aus. Wenn da 50 Mann mit ihren Hinterrädern durchballern, sieht man halt am Ende des Tages nicht mehr viel. Das wird eigentlich vor der Quali, nach dem Training, vor der Quali, nach der Quali, vor der Top 32, vor der Top 16. In jeder kleinen Pause wird das eigentlich nachgemalt, dass man als Fahrer wirklich eine gute Sicht auf die Strecke hat und gut die Punkte einhalten kann. Hier auch ganz wichtig, jetzt nicht drauflatschen. Auf der Strecke bleiben, ihr seht, hier ist Clipping-Zonenende. Also wer hier raus auf den Beton kommt, der hier angebaut ist, ist erstens viel rutschiger wie da inne und zweitens Gefahr, wenn ihr ein Rad in den Kies macht, dann macht das Auto vorne gefühlt Wheelie. Ihr verliert sämtliche Traktion und es wird auch für den Hintermann schwer zu chasen, wenn er auf der Strecke bleibt, weil der Vordermann einfach massiv langsamer wird. Dann sind wir hier auch schon, das wird viel gequatscht, es sind viele Zonen hier, aber wirklich eine geile Strecke, macht Spaß. Ihr seht, Clipping-Zone geht nicht bis ans Ende der Kurve. Wir wollen die Richter wirklich sehen. Kurve am Ende der Clipping-Zone verlassen, nicht sauber bis ganz ans Ende halten. Hier sich auf den Mittelteil der Strecke arbeiten und dann eine schöne, smooth Transition zum nächsten äußeren Clipping-Point, der sich links an der Strecke befindet, ist nur eine ganz kleine Zone, also zack durch und direkt umsetzen zum nächsten. Das ist relativ, sag ich mal, ja, der simpelste Teil der Strecke. Aber hier auch nicht auf riesen Winkel schmeißen, sondern wirklich eigentlich das Auto schön smooth auf Winkel bringen und sich wirklich auf die vorletzte Clipping-Zone konzentrieren. Hier drüben in den Turm sitzen die Judges, also das heißt, hier kann man nochmal Punkte holen, wenn man einen gucken lässt. Also dann smooth in die Clipping-Zone und dann eher zur Wand richtig aggressiv umsetzen, richtig geil auf Winkel werfen am besten. Judges wollen sehen, Stoßstange an der Wand schleifen. Aber ihr seht es schon, vorsichtig sein, die Wände sind nicht die geilsten. Also ihr seht es, da sind ordentliche Lücken zwischendrin. Aber auf jeden Fall machbar, ihr seht es, Spuren sind schon dran. Und dann ist die letzte Kurve eigentlich wirklich, das wurde mal nachträglich rein asphaltiert in die Strecke hier, das gab es früher nicht. Früher sind sie hier geradeaus weitergefahren, da gab es nur noch hier einen Gegenpendler und das war's. Ist wirklich ein perfekter Radius, also wenn man es hier mit viel Winkel ordentlich trifft, kann man sauber langfahren, immer mal ganz leicht Linksfußbremse, um das Auto schön zu kontrollieren. Auf die nächste Wand zu, man lenkt wirklich, ist nicht komplett eine Wand gestellt, weil hier steht er. Dort noch Zuschauer, hier die große Tribüne und hier wird alles voller Zuschauer sein. Angeblich im Briefing gesagt, neuer Verkaufsrekord für ein Drift-Event in Mondello Park oder allgemein für ein Event hier. 8.000 bis 10.000 Leute werden hier erwartet. Und ja, da ist hier immer mega Stimmung, weil es wie in so einem kleinen Kessel drin ist. Und ihr seht es hier, geht direkt weiter mit der Strecke. Wand kommt von hier drüben auf die Strecke zu. Hier kann man noch mal richtig schön an die Wand ran.
schön kontrollieren. An der Wand endet auch die Clippingzone. Und hier hinten Clippingzone 7 müsste es sein. Wir sind im Prinzip zurück am Ende der ersten Kurve. Ende der Clippingzone 7 ist auch die Ziellinie. Hier schön alles, geht alles im dritten Gang. Hier kommt man nochmal gut in Begrenzer. Dann aufpassen, nicht abrupt vom Gas gehen, sondern schön smooth weiterfahren, dass der Hintermann, wenn er da dran ist, nicht Probleme kriegt und es vielleicht sinnlosen Unfall gibt. Und damit sind wir hier am Ziel. Und das war die Strecke von Modelo Park. Driftmasters 2022, erste Runde. Ich bin gespannt, was morgen rauskommt. Morgen Quali, Sonntag Battles. Wir halten euch auf dem Laufenden. Der Chris hat Bock mit der Kamera. Ich würde sagen, das war's für Tag 1. Bis morgen.